Ich weiss nur, dass sie gefragt haben, dass man immer gefragt hat, wer hilft, wer kommt nach dem Fest noch helfen. Und dann hat es... Ja, habe ich gesagt, ich komme, was könnte ich machen? Dann hat es mir aufgezählt. Und dann am Schluss noch WC wären eben auch noch. Aber das ist... Sag ich, okay, mache ich WC. Und im zweiten Jahr haben sie wieder gesagt, du, es wären dann wieder WC zum Putzen. Und im dritten Jahr haben sie gesagt, würdest du wieder die WC putzen? Und so bin ich zur WC-Putzerin geworden. Und die haben so ein gutes Gewissen, weil ich etwas gemacht habe, was niemand hätte machen wollte. Wir sind noch nie im Film geschaut. Wir haben es noch nie geschafft, ja. Im Fall. Weil wir sind immer so mit dem Felix zusammen gewesen. Und du kennst den Felix, er ist ein bisschen unorganisiert. Und, ja, wir haben dann einfach geschaut, dass das Stimmen kommt immer. Und sind dann dadurch eigentlich sehr stark absorbiert gewesen vom Ganzen. Aber wir finden die Event einfach genial schön. Es ist wirklich etwas ganz Lässiges. Wir sind jetzt... Ja. Wie lange haben wir das gemacht? Ein paar Jahre. Manches Jahr, ja. Weiß nicht, 15 Jahre. Nein, 15 Jahre. Jetzt haben wir uns ein bisschen zurückgezogen. Weil es ist streng geworden. Vom Alter her, es wird langsam ein bisschen strenger. Ich war gerade neu in Malanz. Und meine Auszubildende, die ich damals hatte, die hat mit dem angefangen, mit dem Projekt. Und ich bin dann irgendwie so wie reingerutscht. Und sie hat mir das schmackhaft gemacht. Ich habe es spannend gefunden und bin dann da eingestiegen und habe viele Leute kennengelernt. Das war cool. Was sind jetzt 30 Jahre? Etwa die erste Hälfte war ich sehr aktiv. Und dort kann ich mich in erster Linie mal erinnern, dass die Zeit, als ich im Vorstand war, hat es immer geregnet am Filmfest. Und irgendwann habe ich gefunden, jetzt reicht es. Ich sage nicht mehr, wenn das Filmfest ist, das bringt dem kein Glück. Und dann ist es noch schön geworden. In der alten Turnhalle war gerade hier unten. Ist die Werkgruppe von der Oberstufe Malanz. Und dann haben wir die Bühne aus der Werkgruppe führen, zaubert, haben sozusagen die Bänke zusammengeschraubt und mit Schrauben verschraubt, die tollen Werkbänke, damit sie nicht wegrutschen beim Rocken. Oben Schaltafeln drüber tun und dann auch noch Absturzbügel montiert und so. Und dann hat eine ganz berühmte Zürcher Band gespielt und gleichzeitig ist im Turnhauskeller eine Bar gelaufen und die war einfach lässiger gewesen. Dann war kein Mensch, war am Konzert gewesen. Und die Enttäuschung des Musikers war riesig gewesen. So gefrustet gewesen und hat von uns verlangt, dass wir alle von der Turmhausbar rausholen, um ans Konzert zu gehen, das einfach gerade nicht gerockt hat. So. Und das war recht schwierig im Moment dort mit dem, weil es hat, glaube ich, etwa drei Leute gab, die zugeschaut haben, zwei vom Personal und ein Gast. Und so hat der Abend gestartet. Und am Schluss ist aber gleich, ist richtig gefegt und das Geländer hat nicht gehabt. Am Schluss ist ein Abend gepurzelt. Ich glaube, heute macht man es besser. Bei mir war eigentlich wie der Anfang, dass mich der Herr Foundler, ich weiß nicht einmal wie genau wie er heisst, ist mit der Idee gekommen von diesem Filmfest und hat jemanden gesucht, der die Grafik macht. Und dann habe ich eigentlich das erste Plakat gemacht. Und dann ist es eigentlich immer weitergegangen und ich bin zufälligerweise dann so ein bisschen ins Filmbusiness hineingekommen und dann angefangen Film machen. Und so habe ich immer wieder einen Film auch gezeigt am Filmfest. Und das war eigentlich auch schön gewesen, jedes Mal. Ich habe mich immer auch gefreut. Kurzfilm, lange Film, was auch immer. Ich habe mich immer mega gefreut, dort zu Malanz zu zeigen. Also jeder Film gehört auf Malanz irgendwie. In den ersten Jahren haben wir ja viele Filme in ja, sehr speziellen Lokalitäten, irgendwo in einem Keller drinnen oder eben im Den haben wir die gezeigt, auch in kleinen Räumen. Und das war eines der ersten Jahre, hat man, ist am Sonntag zwar das Fest fertig gewesen, und die Leute hatten noch keine Lust gehabt, dass jetzt das Filmfest fertig ist und da hat man spontan entschieden, auf der Skadene hinter dem Haus vom Forti auf der Wiese nochmal einen Film zu zeigen. Und dann hat man den Projektor aufgestellt, mitten in der Wiese, und es hat angefangen zu schiffen in Strömen und hat den Film an seine Hauswand herprojiziert und die Leute sind mit Schirmen im Regen draussen gestanden und haben den Film geschaut.
keine Ahnung mehr, was für ein Film war, aber die Szenerie, die ist mir noch in bester Erinnerung. Das Spannendste, was ich gefunden habe, ist die Begegnung mit den, wie haben die geheißen, Dogma, glaube ich, die Dogma-Leute von Dänemark, wo der Manfred gefunden hat, damals sind wir im Vorstand gewesen, jetzt sind wir ein Paar. Das hat man sich dort nicht vorgestellt. Dann hat er gefunden, es wäre noch spannend, die Dogma-Leute, das ist gerade so aufgekommen. Und dann habe ich die kommen sicher ans Filmfest in Malanz. Das ist schon völlig absurd. Und ich fand, komm, die fragen wir. Und sie sind gekommen. Es war mega lässig. Das ist eine recht schöne Erinnerung. Die haben so Making-of von ihren Filmen gezeigt und Film und Podiumsdiskussionen. Und das war sehr schön. Erinnerungen an das Filmfest habe ich extrem viel, weil über 30 Jahre sind ein Haufen Filmfest stattgefunden haben. Und so die Anfangszeit war schon speziell. Es hat immer so ein bisschen knistert im Dorf, wenn das Filmfest wieder angesagt war. Besonders erinnere ich mich beispielsweise an die Filmcrew vom Kino Xenix, wo mit Bus und Material gekommen ist und dann im alten Den da ihre grossen Apparaturen aufgestellt haben. Und dann hat dort drinnen der Film dann stattgefunden. Das ist natürlich ein cooles Ambiente gewesen. Anhand vom Filmfest merke ich, wie sich gerade auch Technik entwickelt hat. Ich mag mich noch gut besinnen. Am Anfang haben wir im grossen Ten-Kino, hat das geheissen, so einen riesen Apparat aufgestellt. Und da sind die grossen Filmrollen gekommen, so riesen Teile vom Xenix von Zürich. Und dann hat man den ganzen Filmapparat, damit er nicht zu viel Lärm macht im Aufführungsraum, noch einpacken in eine spezielle Kiste, die dann für das konstruiert worden ist und dann zusammengeschraubt worden ist. Und das war ein riesen Aufwand, immer diese riesen Filmrollen zu transportieren, dann wieder Filmrollenwechsel. Und heutzutage ist das ja alles elektronisch und ganz anders. Und einfach so die Entwicklung, wie das abgelöst worden ist, verbinde ich sehr stark mit dem Filmfest Malanz. Zwei Häuser sind wir geblieben, nein, drei eigentlich. Also das eine ist ein Haus, das inzwischen umgebaut ist zu Wohnungen, so ein alter Stall, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und dann im Turmhaus unter dem Keller, da kommt man ja sonst auch nie rein. Die Räumlichkeiten sind bespielt worden und das hätte eine super Kulisse gegeben für den Anlass an dem Abend. Und ja, weitere Räume, auch da, der Raum, der hinter uns ist, also das Gebäude, da sind wir im Keller drin gewesen. Also es ist eigentlich, für mich ist es eine Bereicherung gewesen, auch von den Filmen, von den Leuten und auch von den Räumlichkeiten, um die kennenzulernen. Legendär sind natürlich auch Konzerte gewesen in der alten Turnhalle. Ein besonderes Konzert, das mich erinnern mag, ist Stopp the Shoppers. Schönes Wetter gewesen. Da hat man zuerst das Gefühl, okay, ja, man macht jetzt das Konzert in der Turnhalle drin, sind alle Leute noch draußen gehockt und die Musiker sind ziemlich spontan gewesen, gefunden, komm, wir nehmen unsere Instrumente und gehen raus und spielen auf dem Platz. Dort unten war dann die Band gewesen. Wir waren erst das dritte gewesen, die haben dann mal angefangen zu spielen und von Anfang an wunderschön. Hat einfach passt, Ambiente, alles und wir haben eigentlich früh angefangen zu tanzen. Ein paar Frauen waren dort, wo der Film fertig war, und hat sich gefühlt. Und sie haben einfach alle gerade mitgemacht. Das Fest ist gegangen, irgendwie bis um 1:30. Die Leute haben auf dem Dorfplatz draussen getanzt, weil man die Musik draussen gehört hat. Es war so ansteckend. Eine Kollegin von mir hat nachher noch die Pfanne verlangt. Sie kann gut rummeln, hat noch begleitet auf der Pfanne. Es waren wunderbare Lieder und das Schönste und auch lustig war die Band selber. Sie sind von Wesen, heissen Cafenion. Der Bouzouki-Spieler ist ein Griech und die anderen sind Schweizer. Und die haben zwischen ihnen mal gefragt, du, was sind denn das für Leute da? Sind ihr alle einheimisch? Und dann haben sie gesagt, ja, wir wohnen da. Also kann man da wohnen? Das haben sie jetzt also schon noch nie erlebt. Also. Ich kann mich einfach mega erinnern, auch an die Partys früher in der alten Turnhalle. Es ist einfach jedes Mal mega abgegangen, ob man hinter der Bar oder vor der Bar war. Aber es war einfach immer so eine geladene Stimmung. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, alle freuen sich
auf den Abend oder sich wieder mal zu sehen. Oder es ist ja dann auch so, Leute haben sich wieder getroffen, und wo nicht mehr vielleicht ständig zu Malanz sind. Also mir persönlich ist einfach die Organisation, die Wärme, die auch die Leute, die es organisieren, die da ausstrahlen, die Freude auch und das Engagement. Und ich finde auch, eigentlich, wenn da so etwas Tolles schon gemacht wird in Malanz, dann ist es würdig, um das auch zu unterstützen. Macht Lust auf mehr. Ja, schließe ich mich voll an. In Zürich kennt man es mal anders nicht. Außer sie kennen es, weil es irgendwie jemand kennt. Und das gibt es immer wieder. Immer wieder jemand sagt, ah ja, ich kenne jemanden, ich bin sogar schon gewesen. Also das gibt es wirklich. Also Malanser Filmfest ist schon Schweiz bekannt. Ich bin wahnsinnig froh, jetzt schon ein paar Mal hier in Malanz gewesen sein zu dürfen mit verschiedenen Projekten. Und für mich ist es einfach eins der intimsten und schönsten Filmfestivals, die es gibt. Wir haben vor etwa 3 Jahren einen Beitrag hier zeigen können. Und was uns sehr gut gefällt an dem Filmfest Malanz, ist, dass es einerseits die lokale Verankerung hat und andererseits aber doch auch ein Fenster in die Welt ist. Und das war für uns wirklich grossartig, hier mit uns mit zu beteiligen. Vielleicht kann ich noch ergänzen, wir sind nicht klassische Filmemacher in dem Sinn. Wir kommen von der Kunst her, wir sind eigentlich vor allem tätig im Bereich Installationen, also Videoinstallationen, machen aber auch immer wieder Animationsfilme und wir haben dann auch einen Animationsfilm hier gezeigt. Die Mischung, die da entsteht, entsteht daraus, dass du in der Fremde zu Hause bist. Und es ist sehr wahrscheinlich zu vergleichen mit einer Reise, die du machst. Du kannst ja zu Malanz wohnen und dir sagen, ich reise jetzt in die Steppe von Kasachstan und nimmst den Zug, hoffentlich auch nicht das Flugzeug, und dann gehst du langsam hier an und tauchst ein und erlebst das alles zusammen und bist mit irgendwelchen indigenen Stämmen zusammen und kommst dann wieder zurück. Und dann wäre das eine runde Sache. Und es hat dein Leben geprägt. Und da ist es meiner Meinung nach wie im besten Leben, wo dir ein Film bieten kann, es verdichtet das. Und es ist aber eben genau so, weil du gehst von da über einen wunderschönen Dunkel weit weg und kommst wieder zurück und bist wieder da. Und in dieser Verdichtung gibt es eine gesteigerte Sinnlichkeit, die nicht einfach künstlich ist, sondern die ergibt sich. Was das Festival ausmacht, ist einerseits das hier halt. Also das ist eh unglaublich schön. Aber es ist wirklich einfach der persönliche Kontakt, der es ausmacht. Man kommt an und die Leute kennen einander und es hat eine Familiarität, die mega schön ist. Und ich finde die Programmauswahl finde ich außergewöhnlich gut. Also wenn man das Programm anschaut, ich will eigentlich jeden Film sehen. Und bin jedes Jahr traurig, wenn ich dann irgendwie 2-3 Tage nicht kommen kann. Und das ist schon cool, dass sowas hier ist und jetzt 30 Jahre lang, oder? Hier ist, finde ich, ist der Wahnsinn, das ist genial. Beim ersten Filmfest bin ich dabei gewesen. Aber dort, das hat Sebastian Faundler hat das als Projekt organisiert. Und das Projekt heisst, er hat das einmal gemacht und hat dann auch gesagt, er will, es gebe einen Schluss. Und hat dann auch nachher nicht mehr weitergemacht. Und er hat dort für das Projekt hat er ganz viele Leute können gewinnen. Also, ich kann gar nicht alle aufzählen. Er hat das Patronatskomitee gegründet, da war der Gemeindepräsident drin, vielleicht auch noch der Regierungsrat Aliesha noch dazumal und ich weiss auch nicht, wer alles noch. Und dann hat er mich gefragt und hat gefragt, ja, dann habe ich so die Badges angeschrieben und da das sind so
Also wie vom ersten Filmfestplakat hat Martina Rieder hat da eine Grafik gemacht mit dem Turmhaus drauf, gel, blau, rot. In dem erstes Filmfestnacht hat's glaub geheißen. Und dann habe ich die Badges gemacht und angeschrieben, sodass alle Leute, die irgendwie eine offizielle Aufgabe haben, haben dann irgendwie, sind angeschrieben gewesen und haben sich identifiziert mit dem. Und so habe ich dann irgendwie auch noch irgendwo einmal etwas beim Eintritt angeschaut und bin auch mitgemacht und angeschaut. Und so. Aber eine absolute Nebenrolle. Und dann erst, dann sind wir so das Grüppli gsi, so das Dreiergrüppli, der Kaio Bächle, der Urs Kalberer, nein, das Vierergrüppli, der Fredi Greuter, der Urs Kalberer und ich haben gefunden, ja, wir unbedingt das Zweite machen, dass das so lässig war. Und dann haben wir angefangen, Konzept zu machen und schreiben und so. Und haben das angefangen. Und am Anfang war es auch kein Verein, sondern einfach ein IG, eine Interessengemeinschaft. Und wir waren ein zusammengewürfelter Haufen. Und wir haben dann einmal in der Krone eine Sitzung gemacht. Und das sind also wie eine Art Vollversammlung. Da waren einmal etwa 40 Leute dort. Und alle haben durcheinander geschwätzt und gefunden, was wir alles noch machen können. Das war eine lustige Anfangszeit. Als Helfer bin ich wenigstens einmal schon vorher gewesen. Das ist etwa seit dem 99 wahrscheinlich. Und ich bin auch immer an die GV gegangen. Mit der Idee, wenn es dann einmal nicht mehr recht funktioniert, kann man ja auch einspringen. Und das war dann da, gewesen, wo wir gerade beide eingesprungen sind. Ich habe es nur dort schon gemerkt, als ich angeworben wurde, im Bus, im ÖV. Hat ein Kollege von früher hat mit mir angefangen zu reden und hat dann erzählt vom Filmfest und eben genau auf diese schwierige Situation hingewiesen. Er hat gesagt, hey, hättest du nicht Lust und wir sollten und wir sind immer zu wenig Leute. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann schon mal kommen. Und dann habe ich gemerkt, ja, das sind eigentlich schon die Leute, die noch verblieben sind. Das sind wirklich tolle Leute. Das sind vor allem zulässig. Und ich fand, alle sind so total unterschiedlich gewesen. Ich sage jetzt nicht mehr, was du angehast, Karl. In dem ersten Abend. Das hat mir auch so Eindruck gemacht. Und ja, einfach die Verschiedenheit der Leute, das hat mich inspiriert. Und so haben wir einfach mal angefangen. Als ich hier aufgezögelt bin, habe ich überraschend festgestellt, dass mir am meisten das Zürcher Kino fehlt. Dass immer hier zu Chur alle Filme schon wieder fertig sind. Und dann habe ich auch nicht gewusst, dass man Filme alle synchronisiert. Da war ich ein bisschen unglücklich, da ich auf Zürichs Kino musste. Für mich ist jetzt auch das Visionieren und das Aussuchen der Filme und das Zusammensein und das Diskutieren darüber. Manchmal sind wir uns einig, manchmal nicht. Das ist so cool. Ja, der Mix macht es einfach aus, dass man wirklich sieht, wie was entsteht und wie es wächst. Und was wir dann letztes Jahr hatten, wir glaube ich 32 verschiedene, oder 36? Ja, 32 verschiedene Filme, die wir innerhalb von einer Woche gezeigt haben. Und einfach zu sehen, wie von der Idee bis zum Fertigen das dann macht und mit so wenig Leuten das so auf die Beine zu bringen, das macht es aus. Ich liebe Filme, mein ganzes Leben. Und dann habe ich eine Freundin hier, Ruth. Sie war im Filmfestverein und sie hat mir gesagt, ja, du kannst immer kommen und helfen. Und am Anfang habe ich nur geholfen. Aber ja, dann ich habe die Leute kennengelernt und so. Und andere Freundin hat mir eingeladen als, Teilnehmer. Und dann, ich bin so Verein Teilnehmer. Ja. Und ich kann auch sagen, dass die besten Filme, ich habe in meinem Leben gesehen, also eine von den besten Filmen habe ich im Filmfest mal angesehen. Die Frage ist, wie man das so organisiert und was für eine Kultur das wir haben von den Leuten, die hier mitmachen. Und was sicher ist, wir sind sehr ein offener
eine offene Gemeinschaft. Also, da können verschiedene Leute kommen und da können sie auch zwei, drei Jahre mal mitmachen und dann dürfen sie auch wieder sich mal ein bisschen zurückziehen. Und dann sind die Leute, die sich dann fest engagiert haben, sieht man dann plötzlich beim Abwaschen oder sieht man plötzlich beim Kassenmachen, beim Filmnehmen. Also das ist sehr offen. Und wir haben so ein bisschen zwei Ressorts. Und das eine ist ein bisschen der Ressort Film und wir haben so ein bisschen der Ressort Gastro, sagen wir dem, wo auch noch die Musik organisiert und die Konzerte und so. Und da ist relativ klar, so ein bisschen, wer wo ist. Da gibt es eher ein bisschen die Leute, die mehr Freude haben an dem und die anderen haben sehr mehr Freude am Film aussuchen und dort diskutieren. Aber sehr offen und jedes Mal ein bisschen anders. Und es ist jedes Mal ein bisschen gleich. Wir sind ein bisschen wilder Haufen, ein bisschen kalter Haufen. Das merke ich auch im Vorstand. Jeder macht, was er kann. Und es ist, niemand ist am anderen böse, wenn einmal etwas nicht gemacht ist. Sondern dann ist man flexibel und schaut, wer dort kann in die Lücken einspringen kann oder noch schnell ein Telefon macht oder noch schnell heirast, um das zu holen, was noch gerade fehlt. Bevor das Programm in Druck geht, denke ich, nein, das Jahr schaffen wir es nicht. Das ist jedes Mal wirklich ein Zeug. Und unser Programmgestalter kommt dann das letzte Mail am 3 Uhr morgens und dann steht, das ist die Endversion, keine weiteren Anmerkungen, es reicht. Ganz fest hat es mich gefreut, dass jetzt auch vor die letzten zwei Jahre, wo Lockdown war, wo es praktisch nichts konnte stattfinden, dass sogar dann ein Filmfest stattgefunden hat zum Land. Ich bin ausgegangen vom Alter Lager und das ist eigentlich ziemlich das Gleiche wie das Alter, einfach mit anderer Schrift und ein bisschen vereinfacht. Und das ist eine andere Version. In Papierform ist es eine Aquarellzeichnung. Und da haben Gabi Seeberg und ich ein bisschen experimentiert mit dem Sticker. Und ich finde immer, das Logo muss jede einzelne Komponente Sinn machen. Und das ist bei diesem Logo so. Zuerst mal, ich denke, das sieht man recht gut, ist so etwas Florales. Ein Blatt oder eine Blüte, man weiß nicht so genau. Und das passt natürlich gut, wenn man sich da so ein bisschen umschaut zum Garten. Dann ist aber auch so die Struktur eines Weintorgel, wenn man dort reinläuft und eine Decke hochschaut, findet sich auch wieder. Und dann haben wir noch das vierblättrige Kleeblatt, das doch für etwas sehr positiv steht. Und ich hoffe natürlich, dass alle Leute etwas Positives verbinden mit dem Filmfest. Für mich ist das halt eine coole Aktivität im Dorf, wo einerseits ist man so mehr im Dorf verwurzelt, als wenn man das nicht machen würde. Und gleichzeitig in einer Art, wie es einem Freude macht. Ich könnte auch irgendwie in den Schützenverein oder in den Modelleisenbahnverein, aber das habe ich keine Lust, das interessiert mich nicht. Und das ist eine gute Kombination. Genau, ich glaube, mir geht es gleich. Also, als ich auf Malanz gezogen bin, wir haben es jetzt nicht gesucht am Anfang, aber es ist dann nachher schnell mal die Anfrage gekommen, ob ich nicht auch mitmachen im Verein vom Filmfest Malanz. Und habe dann auch gefunden, ja mal, wenn, dann ist das vom Thema her einfach das, was mich wirklich interessiert. Und nachher sind es vor allem eben wegen den Leuten, dass man das wirklich auch macht. Und so lange auch bleibt, weil das weiss man vorher auch nicht, wie lange man dann wirklich bleibt. Und ja, also ich glaube, das ist die grösste Motivation. Mhm. Genau.